I'ma keep rolling, rolling. Ja, moin, Freunde des Dutchens, des Dutch-Ofens oder des Dopfes. Ich muss jetzt heute was vorbereiten. Ich wollte morgen den Dutch-Ofen wieder anwerfen. Und zwar geht es um Rippchen und Cola. Im ersten Augenblick oder im ersten Moment, wo ich davon gehört habe, dachte ich, oh nee, die Mischung ist ein bisschen pervers, aber es soll wohl richtig gut schmecken. Auch die Berichte aus dem Internet sagen nur Gutes darüber. So, jetzt wollen wir mal anfangen. Ich muss das jetzt einen Abend vorher machen. Ich habe jetzt Schälrippchen geholt. Hier, mal dickere Teile, mal dünnere Teile. Die kommen jetzt halt in so eine Alu, wollte ich schon sagen, Edelstahlwanne oder Schüssel. Und das Ganze wird aufgegossen mit Coca-Cola. Also komplett, es muss komplett bedeckt sein. So. Mal gucken, dass ich das alles da drunter bekomme. Ich lege gleich nochmal einen Teller drauf. Und die Coca-Cola oder die Cola, die macht die Rippchen oder das Fleisch, das sagt man, sieht man schon den Kindern, leg mal ein Stück Fleisch über Nacht in Cola oder in ein Glas mit Cola und ihr werdet sehen, das Fleisch löst sich komplett auf. Quatsch, macht es nicht, aber es soll bewirken, dass das Fleisch schön zart wird. So, ich lege das mal so die oberen Stücke mit den Knochen nach oben, weil das Fleisch ist ja mehr unten. So, das Ganze soll jetzt hier, ich lege gleich zum Beschweren einen Teller, dass die ganzen Rippchen unter der Cola sind. Und dann kommt das über Nacht in den Kühlschrank. Dazu parallel mache ich heute Abend noch, ja, ich weiß nicht, ob ich das eine Barbecue-Soße nennen kann, aber es gibt da so viele Arten. Die schimpfte sich Barbecue-Soße. Ich werde euch da mal gleich was von zeigen. Ich werde das hier erstmal ein bisschen wegräumen und dann erzähle ich euch mal ein paar Sachen zu der Soße. Ein guter Liter ist da jetzt reingegangen an Cola. Das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann geht es sofort weiter. So, Freunde, wir kommen zu der Soße. Ich habe hier schon angefangen, die Zwiebeln vorzubereiten. Es soll ja eine Barbecue-Soße werden. Es gibt ja da zig verschiedene Möglichkeiten, Art und Weisen, eine Barbecue-Soße zu machen. Jetzt habe ich die aus dem Internet. Eine Zwiebel klein geschnitten. Dann kommen wir zu den Sachen, die da alle reinkommen. Ketchup, 2 Tassen Pfeffer, von meinem selbstgeräuchertem Salz. Ich erhoffe mir dadurch so eine leichte rauchige Note drin. 2 Esslöffel Tomatenmark. Senf. Im Rezept steht scharfen Senf, ich habe aber nur mittelscharfen, da kommen auch 2 Esslöffel von rein. Normal steht auch noch Knoblauch. Leider habe ich heute den letzten verbraucht, habe da überhaupt nicht dran gedacht, 9 zu holen. Naja, wir machen mal ohne Knoblauch. Pulver will ich nicht reintun, weil das schmeckt nicht. Und dann habe ich noch so eine Orangenmarmelade, bittere Orangenmarmelade. Da soll auch eine Tasse von rein. Ich werde mich hier erstmal rantasten und ich werde erstmal so 2 Esslöffel reintun. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. So, jetzt werde ich mal den Ketchup mit dabei geben. Also die Sachen werde ich jetzt nach und nach da reinknallen. Was ich noch gehört habe, was ganz gut schmecken soll in einer Barbecue-Soße, also ein Schuss Cola. Aber weiß ich nicht, ob das nicht doch viel zu viel des Guten ist. So, ich werde das jetzt einfach nach Geschmack machen, nach Gefühl. Wir werden hier einiges brauchen für die Rippchen. Da ist jetzt eine Dreiviertelflasche von reingegangen. Ich habe da ein bisschen gekleckert.
So. Ich werde jetzt einfach alles dazugeben. Die Zwiebeln sind so ein bisschen angeröstet. Ich werde würzen mit meinem Salz. Da kommt erstmal, boah, das ist ein Geruch, sage ich, mit dem Ketchup zusammen. Ich werde das nachher nochmal abschmecken. Also es soll jetzt alles da rein. Und dann soll es eine halbe Stunde köcheln. Zwei Esslöffel Tomatenmark. Und zwei Esslöffel Senf. Einmal. Kann nicht schaden, Senf ist immer gut. Bei Fleisch und so. Also riechen tut es lecker. Muss ich ehrlich zugeben. So, was ich jetzt noch mache, da werde ich von dieser, von der habe ich vorher wirklich noch nie was gehört, von dieser bitteren ja, Marmelade. Da werde ich jetzt erstmal noch, die riecht sehr intensiv, muss ich euch sagen, also so sieht die aus, mit Stückchen. Da werde ich jetzt erstmal zwei gute Esslöffel, das sind fast drei, würde ich jetzt sagen, die sind so gehäuft, da rein. Boah, die riecht aber echt intensiv. Da reingeben. Ich lasse das alles aufkochen, wir sehen uns gleich wieder. So, die Soße ist jetzt soweit fertig. Ich habe die noch ein bisschen einkochen lassen, dass sich die ganzen Komponenten miteinander vermischen. Ich muss euch sagen, es schmeckt schon sehr interessant. Ich habe hier, Moment, am Anfang süß, hinten rechts und links im Gaumen säuerlich und eine leichte Süße, also sehr, sehr interessant, also ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin auch echt gespannt, wie das mit den Rippchen, was das für eine Kombo gibt. Aber echt mir, wenn ich das im Mund habe, ich habe jetzt schon zwei, dreimal abgeschmeckt, ich habe noch ein bisschen nachgesalzen. Ihr müsst wirklich abschmecken bei der Zubereitung der Soße. Ihr könnt auch noch ein bisschen Schärfe reinmachen. Eventuell essen die Kinder mit, deswegen lasse ich jetzt die Schärfe weg. Aber echt interessant, mir läuft, ich habe die ganze Zeit so einen Speichelfluss im Mund, weil diese Säure, die regt das so an. Echt der Wahnsinn. Ihr müsst aber wirklich, wie gesagt, abschmecken. Ich habe jetzt noch ein paar Prisen Salz nachgegeben und was ich noch gemacht habe, ich habe noch zwei gehäufte Teelöffel Paprika Edelsüß mit dazugegeben. Das ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon bekannt, mein Lieblingsgewürz. Ja, so viel zur Soße. Morgen werde ich das alles schichten und dann werde ich noch mir eine, ja, mittelgroße, große Zwiebel nehmen. Da werde ich Zwiebelringe draus machen. Und das kommt immer dazwischen, zwischen die Rippchen, dann kommt die Soße und die Zwiebeln und so weiter. Da werde ich morgen nochmal drauf eingehen. Das wäre jetzt erstmal soweit zu der Soße und den Rippchen in Coca-Cola eingelegt. So, ich sage dann bis morgen. Wir sehen uns dann am Dutchofen. Bis dann. So, Tag 2 unserer Cola-Rippchen. So, der Dutchofen ist befüllt, ich zeige euch das mal eben. Ich habe die Rippchen nochmal von beiden Seiten ein bisschen mit Salz bestreut, weil ich war mir so ein bisschen unsicher mit der Cola, weil die ja ziemlich süß ist. Die Soße von gestern, mit der habe ich die von beiden Seiten bestrichen und dazwischen habe ich Zwiebelringe gelegt und halt aufgeschichtet. Unsere Kohlen sind fertig. Ich mache unten 8 und oben 17. Dann erreichen wir eine Temperatur von 175, zwischen 170 und 190 Grad. Und dabei lasse ich es 1,5 Stunden garen und dann schauen wir mal rein. Also sehen wir uns dann gleich nochmal nach 1,5 Stunden. So, Freunde, 1,5 Stunden sind jetzt vorbei. Ich lüfte jetzt mal das Geheimnis. Oh, Kamera beschlägt.
Moment, es lichtet sich. Ihr seht, die Knochen von den Rippchen haben sich teilweise, ja, sieht alles super aus. Ein bisschen Soße haben wir dabei. Die Zwiebeln, schön alles oben kross. Ich werde mal anrichten. Und dann mache ich euch ein Foto und in die Kommentare schreibe ich dann, wie es geschmeckt hat. Ne? Bis dahin. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal, es gibt immer wieder neue Sachen. Bis dahin.